Als Alumni der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg freue ich mich sehr, dass diese Rektoratkommission gibt, die sich mit Leben und Wirken von Anton Wilhelm Amor beschäftigt. Es ist sehr wichtig, dass die Nachwelt sich mit Geschichte von Amor beschäftigt, denn es ist ein Beitrag zur Erinnerungskultur in unserem Land. Und ich bin sicher, dass viele jüngere Leute, insbesondere die schwarze Community in Deutschland, wird an Amor ein Vorbild sehen von Menschen, die in diesem Land gelebt haben, aber auch an Schwarzen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben.